ich hätte mir eher des Himmels Einfall vermutet, als ein solches Stück auf unserem großen Theater zu sehen. Kennen Sie denn das Stück? Nicht im Mindesten, aber einen wunderlichen Titel führt es. Der gestiefelte Kater. Ich hoffe doch nimmermehr, dass man mir die Kinderpost aufs Theater bringt. Ist es eine Oper? Ach, nicht weniger. Auf dem Komödienzettel steht ein Kindermärchen. Ein Kindermärchen? Ein Kindermärchen, ja. Um Himmels Willen, sind wir denn Kinder, dass man nur solche Stücke aufführen will? Es wird doch nicht am Ende ein ordentlicher Kater aufs Theater kommen. Nein, am Ende ist es wohl ein ordentliches Familiengemälde. Und es ist nur so ein Spaß. Gleichsam ein einander Scherz mit dem Kater. Oder ein bizarrer Titel, um Zuschauer anzulocken. Also wenn ich meine Meinung sagen soll, ich denke, das Ganze ist so ein netter Trick zum Pfiff. Um Gesingen und Winke, um die Leute zu bringen. Ja? Ihr werdet sehen, ob ich nicht recht habe. Ein Produktionsstück, wie ich begreife. Ja, das glaube ich auch. Ja. Denn sonst würde ja auch der Geschmack abscheulich vor den Kopf gestoßen. Also ich muss wenigstens sagen, dass ich nie habe an Hexen oder Gespenster glauben können, ja, noch viel weniger an den gestiefelten Kater. Ja, das ist ja das Zeitalter für diese Phantome nicht mehr. Ah, da hinten, da kommt ja der Herr Leutner. Der wird uns vielleicht mehr sagen können. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Nun, wie geht's? Gut. Ganz gut, aber sagen Sie uns doch, wie es mit dem Stück hier beschaffen ist. Oha. Ich hätte gerade recht, ne? Nun, mit dem Stücke, ja gut, ich habe gerade mit dem Dichter noch gesprochen. Er ist hinter dem Theater und hilft den Kater anzünden. Er hilft was? Ein Kater? Also, kommt ein Kater vor? Ja, steht auch auf allen Zetteln. Was? Wer spielt ihn denn? Der fremde Akteur, ich habe ihn selbst auch noch nicht gesehen. In der Tat, aber wie soll man solches Zeug spielen? Da meinte der Dichter zur Abwechslung. Ach, eine schöne Abwechslung. Was kommt denn dann als nächstes? Rotkäppchen oder Blaubart? Oh, der vortreffliche Sujet fürs Drama. Ja, und wie werden Sie überhaupt anziehen? Ob er wirkliche Stiefel trägt? Ich bin doch da genauso begierig wie Sie alle. Hm? Ja, aber wollen wir uns denn solches Zeug vorspielen lassen? Wir sind zwar aus Neugier hergekommen, aber wir haben doch Geschmack. Ich hat sie. Ich für meinen Teil habe große Lust zu poppen. Was meint ihr? Ja, ich meine, es ist überdies etwas kalt, ne? Da mach ich doch gleich mal den Anfang. Ja. Warum wird hier gepoppt? Warum wird hier gepoppt? Einen guten Geschmack zu retten, was denn sonst? Ach so, da will ich nicht der Letzte sein. Hat ja die Musik, will ich hören. Verzeihen Sie meine Keckheit. Wie können Sie solche Stücke schreiben?
Sie mir nur eine Minute Gehör, ehe Sie mich verdammen. Ich kenne auch die Gerechtigkeitsliebe eines verehrungswürdigen Publikums, dass es mich nicht von einer Bahn zurückstrecken wird, da ich seiner gütigen Leitung und seiner Einsichten so sehr bedarf. Er spricht nicht übel. Er ist höflicher, als ich dachte. Er hat ja doch Respekt vor dem Publikum. Ich schäme mich, die Eingebung meiner Muse solch erleuchteten Richtern vorzuführen. Und nur die Kunst unserer Schauspieler tröstet mich noch einigermaßen. Sonst würde ich ohne weitere Umstände in Verzweiflung versinken. Oh, er dauert mich. Er ist doch ein guter Kerl, ja? Ich wollte einen Versuch machen. Durch Laune, wenn sie mir gelungen ist. Durch Heiterkeit. Ja, man könnte sagen, durch Possen zu belustigen, da ja unsere neuesten Stücke so selten zum Lachen Gelegenheit bieten. Das ist auch wieder wahr! Ja, recht, Emma! Bravo! Ja. Mögen Sie, Verehrungswürdigste, nun entscheiden, ob mein Versuch nicht ganz zu verwerfen sei. Mit Zittern ziehe ich mich zurück und das Stück wird seinen Anfang nehmen. Ich habe ihn auferzogen.
Ich kenne ihn. Ja, wie mich selber. Doch ich kann mir nicht helfen. Ich muss ihn wahrhaftig verkaufen. Er sieht mich an, als wenn er mich verstände. Es fehlt ja wenig. Und ich fange an zu weinen. Nun seht ihr wohl, dass es ein ordentliches Familiengemälde wird. Der Bauer ist arm und ohne Geld. Er wird nun in der äußersten Not ein treues Haustier verkaufen. An irgendein empfindsames Fräulein. Und dadurch wird am Ende sein Glück gegründet werden. Nun, wenn es so kommt, bin ich auch zufrieden. Ich habe ein ordentliches Bettchen mit euch, mein lieber Gottlieb. Wie? Kater, du sprichst? Ich hätte so gar nicht vermutet. Ich habe zeitlebens noch keine Katze sprechen hören. Ich denke, ihr seid bloß dazu da, um ja Mäuse zu fangen. Wenn wir nicht im Umgang mit den Menschen eine gewisse Abneigung gegen die Sprache bekämen, so könnten wir alle sprechen. Nun, das gestehe ich, aber warum lässt ihr euch denn so gar nichts merken? Um uns keine Verantwortung zuzuziehen, wenn uns sogenannten Tieren und auch die Sprache angeprügelt würde. Es wäre keine Freude mehr auf der Welt. Was muss der Hund nicht alles tun und machen? Auch das Pferd. Es sind dumme Tiere, dass sie sich ihren Verstand merken lassen. Sie müssen ihre Eitelkeit durchaus nachgeben. Aber wir Katzen sind immer noch das freieste Geschlecht, weil wir uns bei aller Geschicklichkeit so ungeschickt anzustellen wissen, dass es der Mensch ganz aufgibt, uns zu erziehen. Ja, aber warum entdeckst du mir das alles? Ja, weil ihr ein guter, edler Mann seid. Einer von den wenigen, die keinen Gefallen an Dienstbarkeit und Sklaverei finden. Seht, darum entdecke ich mich euch ganz und gar. Braver Freund! Menschen streichen uns oft auf eine ungeschickte Weise und wir spielen dann für gewöhnlich nur, um uns vor Schlägen zu sichern. Wüssten sie aber, mit uns auf die wahre Art umzugehen. Oh, glaube mir, es würde unsere gute Natur zu allem gewöhnen. Da hast du recht. Ich liebe euch, Gottlieb, ganz vorzüglich. Ihr habt mich nie gemütlich gestreichelt. Ihr habt mich schlafen lassen, wenn es mir recht war. Und für alles dieses will ich nun dankbar sein. Ha, edelmütige Hinze. Mit welchem Unrecht wird von euch schlecht und verächtlich gesprochen, eure Treue und Anhänglichkeit bezweifelt. Mir gehen die Augen auf, welch unerwarteten Zuwachs von Menschenkenntnis bekomme ich. Freunde, wo ist unsere Hoffnung auf ein Familiengemälde geblieben? Ihr seid ein braver Mann, mein lieber Gottlieb. Nehmt's mir nicht übel, ihr seid etwas eingeschränkt von mir, der keine der besten Köpfe, wenn ich frei heraus. Ach doch, nein. Mein Gewiss zum Beispiel jetzt nicht, was Sie anfangen wollen. Du hast ganz meine Gedanken. Wenn ich einen Muff aus meinem Pelz zu machen ließe. Vergebt mir, armer Freund, dass mir das nur durch den Kopf gefuhr. Ach, nein. Es war ja ein ganz menschlicher Gedanke. Aber bist du denn kein Mitleid durchzubringen? Kein einziges. Nun, ihr könnt nur herumziehen und mich für Geld sehen lassen. Aber das ist immer keine sichere Lebensart. Nein. Oh, ihr könnt ein Journal herausgeben. Eine deutsche Zeitung mit dem Motto Homo Sum. Ein Roman. Ja, genau. Ich wollte euer Mitarbeiter sein. Aber das ist auch so umständlich. Ja. Nun, verlasst euch drauf, dass ihr durch mich noch ganz glücklich werden wollt. Braver Freund. Aber vollkommen! Ich kenne ja jetzt dein redliches Gemüt. Nun, so holt mir sogleich den Schuhmacher, dass er mir ein paar Stiefel anbessert. Den Schuhmacher? Stiefel? Ja, ihr wundert euch. Aber bei dem, was ich für euch zu tun gesonnen bin, habe ich viel zu gehen und zu laufen, dass ich notwendig Stiefel tragen muss. Ja, aber warum nehme ich ein paar Schuh? Ihr versteht das Ding nicht. Ich muss dadurch ein gewisses Ansehen bekommen, ein imponierendes Wesen. Kurz, eine gewisse Männlichkeit.
vorbei. Links, wir waren erleichtert. Was gibt's Neues? Ich habe lange keine Arbeit mehr bei ihm bestellt. Nein, ich habe es überhaupt gar wenig zu tun. Ich möchte mir wohl gar wieder ein paar Stiefel machen lassen. Na, das ist doch mal eine gute Neuigkeit. So setze ich nur gleich hin. Das mache ich dabei. Nicht für mich, nein, sondern für meinen jungen Freund hier. Leder? Ja. Gut. Wie beliebt er denn uns hier? Erstlich gute Sohlen, dann braune Knöpfe und vor allen Dingen Stein. Das sollte kein Problem sein. Was habe ich gelitten?
kommt schon wieder Tisch. Zeit! Ach, dann. Gewiss wieder ein neuer Prinz, der sich in dich verlieben möchte. Aber! Hüte dich, meine Tochter. Du bist mein einziges Kind und du glaubst gar nicht, wie sehr mir dein Glück am Herzen liegt. Das ist doch mal eine Szene, in der gesunder Menschenverstand anzutreffen ist. Das ist wahrlich ein trefflicher Fürst. Ich begreife gar nicht, warum noch keiner der Prinzen mein Herz mit Liebe gefüllt hat. Die Warnungen meines Vaters liegen mir immer im Gedächtnis. Er ist ein großer Fürst, aber dabei doch ein guter Vater. Mein Glück liegt ihm beständig vor Augen. Aber so ist Glück eben immer mit Unglück gepaart. Meine Freude sind die Wissenschaften und die Künste. Bücher machen all mein Glück aus. Nun, Ihre königliche Hoheit! Hier, Leander, ist mein Versuch. Ich habe ihn Nachtgedanken überschrieben. Oh, trefflich! Ganz reich! Ach, mir ist, als höre ich die mitternächtliche Stunde 12 lang. Wann haben Sie das geschrieben? Gestern Mittag, nach dem Essen. Oh, schön gedacht. Wahrlich schön gedacht. Aber dass einem das nicht so schwer gemacht wird. Das ist so der Eigensinn unserer Sprache. Sind die Gefühle nicht zart und fein gehalten? Unbeschreiblich. Man begreift kaum, wie ein sanfter, weiblicher Geist so etwas hat niederschreiben können. Jetzt will ich mich nun an den Mondschein Naturszenen versuchen. Sie kommen und werden immer matter. Ich habe auch ein Stück angefangen. Der unglückliche Menschenhasser. Oder? Verlorene Ruhe. Und wieder erworbene Unschuld. Oh, schon der bloße Titel ist bezaubernd. Und dann fühle ich einen unbegreiflichen Drang in mir, eben eine grässliche Geistergeschichte zu schreiben, wenn nur das Dicht nicht so schwer wäre. Ach, unvergleichlich. Kehren Sie sich klarer nicht. Ihre Majestät, der Prinz von Malsinki, der eben angekommen ist, wünscht Ihre Majestät, seine Aufwartung zu machen. So empfinde ich mich untertänigst. Hierher, Prinz! Hier sehen Sie meine Tochter, wie sie vor Ihnen sitzt. Artig, meine Tochter? Höflich. Er ist ein hoch angesehener Prinz von weit her. Sein Land steht noch nicht einmal auf meiner Landkarte. Ich habe schon nachgesehen. Ich habe einen erstaunlichen Respekt vor ihm. Ich freue mich, dass ich das Vergnügen habe, Sie kennenzulernen. Schöne Prinzessin, der Ruf Ihrer Schönheit hat der ganze Welt so durchdrungen, dass ich aus einem weit entlegenen Winkel herherkomme, Sie von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Es ist doch erstaunlich, wie viele Länder und Königreiche es so gibt. Sie glauben gar nicht, wie viele tausend Kronprinzen schon hier gewesen sind, um sich um meine Tochter zu bewerben. Dabei, wo kommen Sie eigentlich noch einmal her? Mächtige König, wenn Sie von hier aus reisen, erst der große Chaussee hinunter, dann schlagen Sie sich rechts und immer fort so. Wenn Sie aber an einen Berg kommen, dann wieder links. Und geht man zu See und fährt immer nördlich. Und so kommt man, wenn die Reise glücklich geht, in anderthalb Jahren in meinem Reich an. Mit der Tausend! Das muss mir erst noch mein Hofgelehrter verdeutlichen. Sie sind dann wohl ein Nachbar des Nordpols oder Zodiakus oder dergleichen? Nicht, dass ich wüsste. Ja, dann vielleicht eher so den Wilden zu? Ich bitte um Verzeihung. Alle meine Untertanen sind sehr zahm. Ja. Ja, aber Sie müssen doch verhängert weit weg wohnen. Ich kann mich immer noch nicht darauf finden. Es gibt noch keine genaue Geografie von meinem Lande. Ich hoffe täglich mehr zu entdecken. Und so kann es gleich kommen, dass wir am Ende noch Nachbarn werden. Ja, das wäre ja vortrefflich. Und
wenn uns dann am Ende noch ein, zwei Länder im Wege liegen, helfe ich ihn einfach mitentdecken. Mein Nachbar, er ist nicht so sehr mein guter Freund, hat aber ein vortreffliches Land. Alle Rosinen kommen von daher. Das hätte ich gern. Ja, aber noch eins, werter Freund. Da Sie nun von so weit wegkommen, sagen Sie uns doch, warum Sie unsere Sprache so gut sprechen können. Wie? Ich verstehe nicht ganz. Halten Sie doch hier damit ruhig. Ansonsten merkt das Publikum da unten, dass das Ellen sehr unnatürlich ist. Okay, heute haben Sie aber auch geklatscht. Da kann man Ihnen jetzt etwas bieten. Ja, sehen Sie, es geschieht ja bloß dem Drama zu gefallen, dass ich Ihre Sprache rede. Ansonsten ist das alles Ihnen zu bekannt. Ach so. Ja, freilich, den Damen und Dramen tut man so manches und so gefallen. Da muss man auch mal für gerade sein lassen. Was macht ihr denn? Wir müssen spielen. Kommen Sie, Prinz, der Tisch ist gedeckt. Verfluchte Unnatürlichkeiten sind da in dem Stück. Ja, und der König, ne? Der König, da bleibt seinem Charakter doch gar nicht getreu. Aber ganz im Ernst, was mich daran immer so erbost, ist halt einfach diese Unnatürlichkeiten in dem Stück. Ja. Ja, warum kann der Prinz nicht wenigstens ein bisschen fremde Sprache sprechen, ja? Wie sein Dolmetscher dann verdeutscht. Ja. Freilich, das Ganze ist ausgemacht dummes Zeug. Der Dichter vergisst ja selber immer, was er im Augenblick vorher gesagt hat. Yeah.
Stück ist. Ja, und es soll auch nichts fürs Herz darin. Keine Liebe, nichts für die Fantasie. Ja, also ich sag da nur zu, also sobald wieder mal was Tolles vorkommt, ja, also da fange ich auf jeden Fall an zu trommeln und zu zischen. Also mir gefällt das Stück jetzt. Sehr schön, in der Tat schön. Ein großer Mann, der Dichter. Mein Herr, ja, Ihnen gefällt jetzt das Stück, ja? Ja. Ganz im Ernst, da richte ich mich doch lieber an Sie. Ja, was halten Sie denn alle von dem Stück? Was ist mit Ihnen dort hinten? Ja, oder mit Ihnen? Ja, oder mit Ihnen? Was mit Ihnen? Meinen Sie etwa mich? Ja. Ich habe nun immer noch das vortreffliche Spiel des Schauspielers im Kopf, welcher den Kater darstellt. Welches Studium, welche Feinheit, welche Beobachtung und ja, welch ein Anzug. Ja, stimmt, das stimmt. Und der sieht doch eigentlich ganz natürlich aus. Wie ein großer Kater. Ja, und bemerken Sie doch nur seine ganze Maske, wie ich seinen Anzug lieber nennen möchte. So wie diese Alten, die alle Rollen ohne Ausnahme in Masken spielten. Oh, Sie wollten so gut sein, über den Kater zu sprechen. Ja, so. Ich will auch alles Vorhergehende nur so nebenher gesagt haben. Um wieder auf den Kater zu kommen, haben Sie wohl bemerkt, dass er keiner von den ganz schwarzen Katern ist? Nein! Im Gegenteil! Er hat einen weißen Kopf! Das drückt freilich seine Gutmütigkeit ganz vortrefflich aus! Ja, nun, sie gleichsam den Gang des ganzen Stückes, jede Empfindung, die es erregen soll, schon im Voraus in diesem Pelze. Das Stück geht weiter. Oh, das Stück geht schon weiter. Ich habe einen großen Respekt vor dir. Von wegen der Stiefel. Ich will nur gehen.
aber wohin? Na, lass mich nur, ich will einen Jäger vorstellen. Aber wo ist denn mein Sack? Ah! Da ist er ja. Einen Jäger? Euch kann aus dem Mann nicht klug werden. Thank you.
gegeben, dass sie ganz aufgelaufen ist. Das war doch einmal etwas fürs Herz. Das tut einem doch wieder einmal wohl. Ja, so eine wunderschöne Diktion in dieser Szene, oder? Aber ob sie zum Ganzen wird notwendig sein? Ich kümmere mich nie ums Ganze. Greif zu, solange es nicht geboten wird!
Majestät gelassen zu werden. Best! Verzeihung, mein König, dass ich diese Frage nicht beantworten kann. Seinem langweißen Bart nach scheint er ein Greis zu sein. Aber dann hat er wieder so munzere jugendliche Augen und einen so dienstfertigen, geschmeidigen Rücken, dass einen ganz irre wird. Er scheint ein wohlhabender Mann zu sein, denn er trägt ein paar vortreffliche Stiefel. Keine Schuhe? Nein. Und soweit ich irgendwas aus seinem Äußeren ablesen kann, muss er ein Jäger sein. Ja, dann führt ihn herein. Ich bin neugierig, ihn zu sehen. Bye.
Schwanzwurst. Was für ein Schimpfwort, Herr Abgewürdig. Poete Seele, die Träne stehen dir in den Augen und du knurrst vor Schmerz. Oder was ist der Geruch des Bratens, der dir in die Nase steigt? Ja, empfindsamer. Wer sich damals nur unterstand, über mich zu lachen, der wurde ebenso verfolgt wie ich. Und so musste ich in die Verbannung ziehen. Armer Mann! Es gibt wunderliche Agierungen auf der Welt. Köche leben von Appetit, Schneider von der Eitelkeit. Und ich lebe vom Lachen der Menschen. Wenn sie nicht mehr lachen, muss ich verhungern. Ja, das Gemüse essen. Ach, warum denn nicht? Seid nicht blöde, greif zu. Nein, ich sag doch, ich kann den weißen Kohl nicht vertragen. So? Mir wird der umso besser schmecken. Ha! Gebt mir eure Hand. Ich will euch näher kennenlernen, Herr Jäger. Hier. Empfangt hier die Hand eines deutschen Biedermannes. Ich schäme mich nicht, anders als viele meiner Landsleute, ein Deutscher zu sein. Oh, mein Jäger, was sagt denn der Teufel? Oh, Majestät, seht nur, der fremde Jäger hat mir ein Andenken von seinen fünf Fingern hinterlassen. Ihr kratzt ja wie eine Katze. Ja, aber was ist denn das hier heute? Warum kommt denn kein vernünftiges Tischgespräch auf? Mir magst du überhaupt keinen Bissen schmecken. Hochgelehrter, seid ihr denn heute auf den Kopf gefallen? Seine Majestät gerufen! Ja, wie weit ist die Erde von der Sonne? 24.000,71 Meilen! Und wie groß ist der Umfang, den die Planeten zu dich laufen? 100.000 Millionen Meilen! 100.000 Millionen? Nichts mag ich lieber hören als so große Nummern. Millionen, Trillionen. Da hat man doch daran zu denken. Es sind doch viel so, 1.000 Millionen. Der menschliche Geist wächst mit den Zahlen. Und wie groß wäre dann so die gesamte Welt im Umfange? Milchstraßen, Fixsterne und Nebelkappen, den restlichen Plunder mitgerechnet. Das lässt sich gar nicht aussprechen. Du sollst es aber aussprechen. Wenn wir 1 Million wieder als 1 ansehen, dann ungefähr 10 mal 100.000 Trillionen solcher Einrichtungen, die jeder an sich schon 1 Million Meilen ausmachen, Majestät. Wir verlaufen, Majestät. Hier kommt diese Schüssel reich hier. Viele Habe davor. Wieso, Narren? Bei so großen Zahlen, da kann man ja gar nichts denken. Denn die größte Zahl wird ja am Ende wieder die kleinste. Man darf sich ja nur alle Zahlen denken, die es geben kann. Ich kann hier nie mehr als bis 5 zählen. Ja, aber da ist was Wahres darin. Der Narr hat so seine Einfälle. Gelehrter, wie viele Zahlen gibt es denn? Unendlich viele! Ja, nenne doch geschwind die höchste. Es gibt gar keine höchste. Weil man zur Höchsten noch immer wieder eine neue hinzufügen kann. Der menschliche Geist kennt hier keinerlei Einschränkung. Ja, das ist aber etwas sehr Wunderliches um diesen menschlichen Geist. Es muss dir ja sauer werden, dein Narr zu sein. Ach, man kann gar nichts Neues anfangen. Es arbeiten zu viele in dem Fach. Der Narr, mein König, kann vernünftige Gedanken nie begreifen. Mich wundert überhaupt, dass sich Ihre Majestät noch von seinen geschmacklosen Einfällen belusten lassen. Man sollte ihn geradezu fortjagen, denn er bringt ihren Geschmack nur in einen lügenden Ruf. Ah! Ihm ist ja heute ein satanischer Religionsgeist gefahren, Herr Hofgelehrter. Was untersteht er sich denn? Der Narr gefällt mir. Mir, seine Königin. Wie kann er sich dann erdreisten, zu behaupten, der Mann sei auf Geschmack? Der eine ist Hofnarr und der andere Hofgelehrter. Ihr steht beide im selben Gehalt und der einzige Unterschied ist, dass der Narr mit dem fremden Jäger speist. Der Narr macht dummes Zeug bei Tisch und der Gelehrte führt einen vernünftigen Diskurs bei Tisch. Beide sollen nur machen, dass mir die Zeit vergeht und das Essen gut schmeckt. Wo ist da also der große Unterschied, frage ich? Und außerdem,
Tut es einem Herrn wie mir wohl, einen Narren zu sehen, der dummer ist, der dummer ist, der die Gabe und die Bildung nicht hat. Man fühlt sich mehr und ist dankbar gegen den Himmel. Allein schon deswegen ist mir der Narr ein angenehmer. Ach, das kann ich. Ja, das kann nicht. Ah, die anderen Herren essen das wohl nicht so gerne? Ja! Dann werde ich es für mich alleine behalten. Mich denkt, der König zieht Gesichter, als ob er seinen Zufall wieder bekäme. Das Kaninchen ist verbrannt! Oh Erde! Oh Schmerz! Was sonst noch? Mein Vater! Wer ist dieser Fremdling, der sich ein Missverstand zum Menschen verirrt hat? Sein Auge ist trocken! So hole doch einer schnell den Besänftiger! Welche Luise! Seid das jubelige Schrei der Hölle, dass sie einen Unschuldigen verbrannt haben! Großen und geübten Schauspieler. So
Haben die wohl bemerkt, wie der König den Rucksack sogleich am Sack packt? Aber man hält doch solche Rucksäcke bei den Riemen, weil sie einem sonst ganz leicht entgleiten könnten. Das nenn ich den Meister. Das ist wirklich sehr schön auseinandergesetzt, mein Freund. Oh, man sollte ihn selbst bei den Riemen nehmen. Nein, nein! Eine solch vollendete Kunst kann keine Beschreibung ausdrücken. Ja, sie gehen wirklich sehr gründlich. Ich meine mir nur ein klein wenig Kenner zu sein. Und das ist freilich mit Ihnen allen nicht der Fall. Einspruch! Also solche Unverschämtheiten verbinde ich wieder wohl, ja? Deshalb muss man es ihnen ja ein klein wenig entwickeln, nicht wahr? Na, wenn man doch die Kunst so liebt wie ich, ist das eine angenehme Mühe. Mir ist auch soeben über die Stiefeln des Kaffers ein sehr scharfsinniger Gedanke eingefallen. Und ich bewundere darin das Genie, das Schauspiel. Seht, er ist anfangs Kaff. Deshalb muss er sich seiner natürlichen Kleidung entledigen, um die passende Maske einer Katze anzunehmen. Nun soll er aber wieder ganz als Jäger erscheinen. Dies schließt sich übrigens daraus, dass ihn ja jeder so nennt. Sich auch kein Mensch über ihn verwundert. Ein ungeschickter Schauspieler hätte sich gewiss in einen Jagdhabit geworfen. Aber über die Stiefel deutet er ja die Jägeruniform sehr geschickt nur an. Und dass solche Andeutungen vollkommen kunstgemäß sind, das beweisen uns doch schon die Alten, die alle Rollen. Aber meinen Sie denn wirklich, dass das etwas helfen wird? Ach, ich bitte Sie, ich flehe Sie an, schlagen Sie mir meine Bitte nicht ab. Meine letzte Hoffnung, meine Rettung beruht nur darauf. Abgesehen davon, dass Pause immer noch ist, warum stehen die beiden jetzt da oben auf der Ebene? Aber mein guter Freund, Sie verlangen wahrhaftig zu viel. Dass das alles so ganz in der Eile aus dem Stegreif zustande kommen soll. Sie verfolgen mich auch! Gemeinsam mit meinen beiden Kunden erfreuen Sie sich meines Unglücks! Nicht im Mindesten! Nur zu beweisen, Sie ist mir dadurch, dass Sie meinen Bitten nachgeben. Wenn das Gefallen des Publikums an irgendeiner Stelle wieder so laut ausbricht, so lassen Sie auf einen Weg von mir alle Maschinen spielen. Ja? Der zweite Akt ist eh schon ganz anders geschlossen, als es meine Manuskript steht. Was ist das denn? Wer hat denn das Licht angemacht? Hallo? Alles Unglück strömt auf mich ein! Ich bin hallo! Also so eine Verwirrung ist doch an keinem Abend gewesen. Ja, gehört das jetzt zum Stück oder nicht? Ja, natürlich. Das motiviert ja erst die nachherigen Verwandlungen. Also den heutigen Abend sollte man doch wirklich im Theaterkalender beschreiben. Ja. Nein, sicherlich nicht! Was soll das Freund? Es ist doch einfach nicht zu ändern. Und ich nehme mein Glück an. Kommt in der Hand. Du musst nun in die kleine Bauernstube gehen.
mein heißester Wunsch, dass Sie geruhen mögen, über mich zu lachen. Nein, nein, genieren Sie sich nur gar nicht. Wir sind hier unter uns. Also mal ganz im Ernst, wie possierlich ist das denn? Dass sich dem Könige freilich wenig ansteht, schickt sich umso besser für mich. Und er wollte deswegen auch gar nicht vorkommen, sondern überließ mir diese wichtige Ankündigung. Wollt aber nichts hören! Meine lieben deutschen Landsleute! Hä? Ich dachte, das Stück spielt da draußen in Asien. Ja, ja, aber jetzt spreche ich ja nur als bloßer Schauspieler zu den Zuschauern. Hä? Leute? Gewohnt Sie doch zu vernehmen, ja? Dass die Szene, die Sie soeben sahen, gar nicht zum Stück gehört. Nicht zum Stück? Und wie kommt die dann aber hinein? Das Licht war zu früh angedreht. Das war eine Privatunterredung, die eigentlich gar nicht auf dem Theater vorgefallen wäre. Unter uns. Alles Vorhergehende gehört nicht zur Sache. Aber Sie sollen entschädigt werden. Es wird bald manches kommen, das ziemlich zur Sache gehört. Denn ich habe den Dichter selbst gesprochen und er hat mir zugesprochen. Ja, euer Dichter ist der rechte Kerl. Nicht wahr? Ist nichts wert. Gar nichts, Hansgurs. Es ist mir lieb, dass Sie diese Einsicht haben. Ach, das freut mich von Herzen, dass noch jemand anderes meinen Geschmack hat. Ja, wir alle. Wirklich? Zu viel der Ehre. Ja. Das ist weiß Gott ein elender Dichter. Nur um ein schlechtes Beispiel zu geben. Welche armselige Rolle hat er denn mir zugeteilt, ja? Wo bin ich denn witzig und spaßhaft? Ich komme in so wenigen Szenen vor, wenn ich nicht noch jetzt durch einen glücklichen Zufall hervorgetreten wäre. Ich erschiene gar nicht wieder. Ach. Und was hinter Mensch? Schauen Sie mal, sogar auf die kleine Rolle, die ich jetzt spiele, ist er neidisch. Verehrungswürdigste, ich hätte es nie wagen dürfen, diesem Mann eine so große Rolle zu geben, da ich Ihren Geschmack kenne. Ihren Geschmack? Sehen Sie den Neid? Und soeben haben Sie erklärt, dass mein Geschmack und der Ihrige in einer Form gegossen seien. Aber Herr Papp, ich wollte Sie durch gegenwärtiges Stück nur zu einer ausschweifenden Geburt der Fantasie vorbereiten. Was? Ja, ja, ja. Denn stufenweise nur kann die Ausbildung geschehen, die den Geist, das Humoristische und das Fantastische lieben lehrt. Glauben Sie ihm kein Wort. Ich empfehle mich indes, um den Gang des Glückes nicht weiter zu unterbrechen. Adieu. Bis auf Wiedersehen. Apropos, noch eins. Auch was jetzt zwischen uns hier vorgefallen ist, das gehört streng genommen nicht zum Stück. Lassen Sie uns heute das miserable Stück fertig spielen, ja? Tun Sie so, als würden Sie gar nicht merken, wie schlecht es ist. Und dann, wenn ich nämlich heute Abend heimkomme, dann setze ich mich hin und schreibe eins für Sie nieder, was Ihnen bestimmt viel besser gefällt. Mein lieber Hinze, es ist wahr, du tust viel für mich, aber ich kann immer noch nicht einsehen, was mir das alles helfen soll. Auf mein Wort, ich will dich glücklich machen. Bald! Sehr bald muss es geschehen, sonst ist es zu spät. Es ist schon halb zehn und um zehn ist die Komödie aus. Was soll das denn das? Ach, ich war in Gedanken. Und was wollte ich sagen? Sieh, wie schön die Sonne aufgegangen ist. Ah, sonst verschmachten wir beide? Boah, verdammte Soufflösin! Sprich viel zu undeutlich! Und immer wenn wir extemporieren, wird es immer schief! Es reicht
manches unerwartet in dieser Welt. Oh, bemerken Sie doch nur die unendliche Feinheit, mit der der Kater seine Verbeugung macht. Sie sind uns mit Ihren Feinheiten schon längst zur Last. Sie sind noch langweiliger als das Stück. Ja, ich glaube, erst recht noch konfuse. Sie reden immer und wissen gar nicht, was Sie wollen. Ja. Deshalb ist Ruhe. Manche Charaktere sind gut durchgeführt.
Publikum hat doch nie einen Charakter. Über die Frechheit möchte ich fast erstaunen. Ist das nicht ein närrischer Mensch? Ich und das verehrungswürdige Publikum sind doch gleichsam jetzt auf Du und Du und sympathisieren in Ansehung des Geschmacks, haben Sie selbst gesagt, ja? Und doch will er gegen meine Meinung behaupten, das Publikum im gestiefelten Kater sei wenigstens gut gezeichnet. Das Publikum? Es kommt doch gar kein Publikum in dem Stück vor. Noch besser. Also kommt ja kein Publikum darin vor. Hier bewahre, dann wüssten die mancherlei Narrenmeinen, die auftreten. Siehst du, Gelehrter, was die Herren dort unten sagen, das muss doch wohl stimmen. Ich werde konfus. Aber ich mache dir noch nicht den Sieg. Und Herr Jäger, auf ein Wort. Wenn es weiter nicht ist. Sieg, Sieg. Der Tau, wie der Jäger geschickt ist, na, es betrifft mich nur, dass ich von einem Narren überwunden bin. Da, dass Gelehrsamkeit von Torheit die Segel streichen muss. Da! Ja. Du wolltest den Hut haben, er wollte den Hut haben. Da sehe ich nun keinen Unterschied. Aber, Jäger, so sage uns doch, was uns diesmal bringt. Der Graf von Carabas lässt sich ihrer Majestät demütigst empfehlen und nimmt sich die Freiheit, ihnen diese beiden Rebhühner zu überschicken. So viel! So viel! Ich erliege unter der Last der Dankbarkeit. Rebhühner? Schon so lange hätte ich meine Pflicht beobachten sollen, den Grafen zu besuchen. Aber nein, heute will ich es nicht länger aufschieben. Bringt meine Staatskarosse in Ordnung und spannt vier. Nein! Spannt 8 Pferde vor. Ich und meine Tochter werden ausfahren. Und du, Jäger, wirst uns den Weg zum Schloss des Grafen zeigen. Worüber war denn eure Disputation? Oh. Ich behauptete, dass ein gewisses Stück, das ich im Übrigen gar nicht kenne, der gestiefelte Kater, dass das ein miserables Stück sei. So? Adieu, Herr Jäger, und vielen Dank. Schicksal! Schicksal in Welt!
verständlicher Vater. Aber passt man doch auf Reisen mit alles Neues sieht. Sag doch einmal, guter Bauer, warum haut er denn das Stroh so um? Das ist ja die Ernte, Mamsell Königin, das Getreide. Ja, das Getreide. Wozu braucht ihr das? Ja, aber daraus wird noch Brot gebacken. Bitte ich dich, um Himmels Willen, Tochter, daraus wird Brot gebacken. Wer sollte denn auf solche Streiche kommen? Die Natur hat einfach ihr Wunderbares. Ach, hier, guter Freund, ein kleines Trinkgeld. Es ist warm heute. Brot? Kein Getreide. Alle Tage erfährt man doch mehr Neues. Wenn er mir kein blankes Goldstück gegeben hätte und er kein König wäre, sollte man meinen, er wäre ein recht einfältiger Mensch. Ich will mir gleich eine Flasche gutes Dachsenfranz holen. Teile. Da stehe ich nun seit 8 Uhr hier und warte auf meinen Freund Hinze. Und er kommt immer noch nicht. Aber da ist er ja. Aber wie er läuft, er scheint ja ganz außer Atem. Komm, Freund, doch die geschwemmt die Kleider auf. Die Kleider? Und dann springen doch ins Wasser. Ins Wasser? Und dann schmeißt die Kleider in den Busch. In den Busch? Und dann bist du versorgt. Ja, das glaube ich gerne. Wenn ich ersoffen bin und meine Kleider wechseln, ja, dann bin ich versorgt genug. Es ist nicht Zeit zum Spaßen. Ich spaße doch gar nicht. Habe ich dafür die ganze Zeit warten müssen? Jetzt zieh dich aus. Nun gut, ich will dir ja alles zum Gefallen tun. Komm, du sollst doch mal ein bisschen weinen. Wollen Sie nicht erst einsteigen? Aber sagen Sie doch, wie ist das?
mir gerade von dieser moralischen Szene so viel Beifall erwarten. Aber bin ich nicht Tor? Das ist ja das Theater hier. Und der Misshändler muss irgendwo zwischen den Kulissen stecken. Ich muss ihn suchen. Ich will ihn finden. Er soll mich retten. Herr Misshändler!